Heute gibt es ein schwieriges Rätsel. Doch nicht traurig sein, denn am Ende werde ich die Lösung verraten. Doch um nicht den ganzen Rätselspaß zu zerstören, gibt es hier ein paar kleine Spielregeln. Zuerst wird natürlich das Rätsel formuliert. Danach wird ein Pausenbild eingeblendet und ihr solltet das Video pausieren. Schreibt eure Vermutungen in die Kommentare. Als nächstes wird es einen Tipp geben. Nun folgt wieder ein Pausenbild und ihr solltet euch noch einmal Zeit nehmen, das Rätsel selbstständig zu lösen. Als letztes folgt das große Finale mit der Auflösung. Lassen wir nun die Spiele beginnen. Wie die meisten mathematischen Rätsel ist auch dieses direkt aus dem Leben gegriffen und beschäftigt sich mit einer Frage, die sich jeder schon einmal gestellt hat. Stellen wir uns dazu zunächst vor, wir wären ein Bauer. Und wir verdienen unser Geld damit, dass wir Erdbeeren verkaufen. Jeden Samstagmorgen stellen wir uns auf den Marktplatz mit einer großen Kiste leckerer Erdbeeren. Das ist zumindest unsere Meinung. Denn leider haben wir auch nach einigen Stunden immer noch keine einzige Fragaria verkauft. Trotzdem haben wir ein fettes Grinsen im Gesicht, das von Stunde zu Stunde größer wird. Plötzlich werden wir bei unserer Selbstbespaßung von einem kleinen Jungen gestört, der uns offensichtlich verwirrt betrachtet. Natürlich fragt er uns nach dem Grund unserer guten Laune. Wir erklären ihm, dass es ein wunderschöner, warmer Sommertag ist, was ja eigentlich schon Grund genug wäre, sich zu freuen, und dass wir mit sehr viel Mühe diese schwere Kiste Erdbeeren, die ganz nebenbei 100 Kilogramm wiegt, hierher geschleppt haben. Logischerweise denkt der Junge, dass wir völlig den Verstand verloren haben und wendet sich kopfschüttelnd von uns ab. Wir versuchen ihn zu beruhigen und erklären ihm Folgendes: Eine Erdbeere besteht zu 99% aus Wasser. Durch das schöne Wetter ist ein Teil dieses Wassers verdunstet und der Wasseranteil ist auf 98% gesunken. Also kann man ganz leicht berechnen, dass wir nur noch die Hälfte an Gewicht zurücktragen müssen. Natürlich ist es diese Tatsache, die uns das Lächeln aufs Gesicht zaubert. Ich denke nicht, dass ich erwähnen muss, dass der Junge bei dem Wort berechnen schreiend davongelaufen ist. Aber uns Rechenkünstler lässt das natürlich kalt, denn wir wissen, dass wir recht haben. Oder? Ist es wirklich so, dass wenn ein 100 Kilogramm schwerer Kasten Erdbeeren, die zu 99% aus Wasser bestehen, nach ausreichender Sonneneinstrahlung, der den Wasseranteil auf 98% senkt, nur noch die Hälfte wiegt? Dabei wird natürlich das Gewicht des Kastens vernachlässigt. Viel Spaß beim Rätseln und nicht vergessen, jetzt Pause zu drücken und eure Überlegungen in die Kommentare zu schreiben. Wenn die Erdbeere zu 99% aus Wasser besteht, ist es logisch, dass sie zu 1% aus einem Feststoff besteht. Die ganze Kiste wiegt insgesamt 100 Kilogramm, also wiegt das darin enthaltene Wasser 99 Kilogramm und der Feststoff 1 Kilogramm. Nach dem Verdunstungsprozess ist das Gewicht des Feststoffes immer noch das gleiche, also 1 Kilogramm. Was wir also suchen, ist das Gewicht des Wassers. Aber Vorsicht, so leicht wie es auf den ersten Blick aussieht, ist die ganze Sache nicht. Ich hoffe, der Tipp führt euch zur Lösung. Denkt noch ein wenig darüber nach. So, kommen wir nun zur Auflösung. Ich mache es auch ganz kurz und schmerzlos. Also die Ausgangssituation war, wir haben eine Kiste voll mit Erdbeeren, die wiegt insgesamt 100 Kilogramm. 1% ist der Feststoffanteil, 99% der Wasseranteil. Daraus folgt natürlich direkt, dass das Wasser insgesamt 99 Kilogramm wiegt, der Feststoff 1 Kilogramm. Nun lassen wir die Sonne einwirken und ein Teil des Wassers verdunstet. Was übrig bleibt, sind nur noch 98% an Wasser und logischerweise 2% an Feststoff. Die 2% wiegen 1 Kilogramm, weil das Gewicht vom Feststoff kann sich natürlich nicht verändern, nur weil die Sonne drauf scheint. Jetzt müssen wir nur noch über den Dreisatz berechnen, wie viel wiegt denn das Wasser noch, wenn 2% 1 Kilogramm entsprechen. Können wir mal ganz kurz aufschreiben. 2% entsprechen 1 Kilogramm, dann 100%. Wir müssen das Ganze mit 50 multiplizieren. Also muss ich auch auf der rechten Seite mit 50 multiplizieren und ich erhalte 50 Kilogramm, genau die Hälfte, wie wir zu Beginn gesagt haben. Und
Das neue Gewicht des Wassers sind dann 49 Kilogramm. Insgesamt müssen es 50 sein. 50 minus 1 Kilogramm sind 49. Ich hoffe, das Rätsel hat ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.